Nach Jois, Parndorf, Wien, Salzburg und Kitzbühel erobert einer der bekanntesten Winzer Österreichs, Leo Hillinger, nun auch Linz. Vorher das Ignis, jetzt ein Hillinger Weinshop mit Bar. Es wird das sein, dass wir einfach fast nur Hillinger verkaufen. Ich habe ja eine sehr gute Freundschaft mit dem Clemens Strobel und eine gute Zusammenarbeit. Und es wird auch seinen Wein geben. Und es gibt noch die Schatzkammer, wo es dann Weine von der ganzen Welt gibt. Das ist unten im Keller. Ja, es gibt ein Stück Hillinger in Linz und ich freue mich sehr. Mit 21 Jahren hat der Promi-Winzer den Weinhandel seines Vaters übernommen. Und das mit 400.000 Euro Schulden. Heute ist er ein erfolgreicher Winzer und Geschäftsmann. Pro Jahr werden rund 600.000 Flaschen abgefüllt. Der Umsatz wird etwa auf 18 Millionen Euro geschätzt. Exportiert wird in 18 Länder. Sein Erfolgsrezept? Es gibt drei Dinge im Leben. Das ist mein Erfolgsrezept. Konsequenz, Konsequenz und nochmal Konsequenz. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und komme heim und sage zu meinen Mitarbeitern, ich habe eine neue Idee, haben sie schon Angst. Da haben sie schon Fieber. Sagen sie, der Alte, der hat schon wieder eine neue Idee, weil ich sehe jetzt alles um. Er ist ein Macher, ein Kämpfer und einfach ein Visionär. Und das ist sehr, sehr beneidenswert, beziehungsweise es motiviert einen selbst immer mal wieder, weil er einfach so eine tolle Persönlichkeit ist. Am Eröffnungsabend im neuen Linzer Lokal bis zu 300 Gäste, darunter auch enge Freunde. Uns verbindet eine lange Freundschaft. Eigentlich zu Beginn meines Geschäftes, meines Weinhandels, habe ich den Leo Hillinger getroffen. Und der Leo Hillinger, wie er angefangen hat, Wein zu produzieren, weil er von Amerika gekommen ist, sind wir uns beide über den Weg gelaufen und da hat dann das Unheil seinen Lauf begonnen. Und auch der Vorbesitzer des Lokals, Werber Clemens Strobel, fühlt sich im neuen Design trotzdem noch zu Hause. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass sich mehr verändern wird. Ich fühle mich nach wie vor ein bisschen zu Hause, aber es soll sich vor allem jetzt der Leo zu Hause fühlen. Das ist eigentlich das Wichtige dabei. Der Leo macht alles, was er macht, immer puristisch, minimalistisch, genauso wie er denkt, wie seine Weine sind. Wir haben das Corporate Design vor 2 oder 3 Jahren gemacht in Wien Mitte mit einem seiner Lokale. Er ist ja selber irrsinnig designaffin. Und so schauen auch seine Lokale aus und das finde ich irrsinnig toll. Geplant in der Hillinger Weinbar sind künftig regelmäßige und saisonale Events wie Gansel- oder Spargelessen. Und jeden Donnerstag wird es einen Ladies' Day geben. Neben der Neueröffnung in Linz ist auch Weinbar Nummer 8 bereits in Planung am neuen Standort in München. Wir trinken auf das Leben, auf die Liebe und auf den Genuss.